Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Let's Play Together Diablo 3 Reaver of Souls. Ich bin Rektalin. Ich bin Rigo. Und ihr schaut über Games for You. Und wir machen natürlich dort weiter, wo wir aufgehört haben. In der Festung des Wahnsinns auf dem Weg zum Altair. Ja. So in etwa. Hier würde ich, oder? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich würde da hingehen. Versuchen wir's. Wenn es funktioniert, ist gut. Das ist das einzig Logische. Ich glaube, wir waren schon weiter. Ja? Ja, weil vorne mit dem haben wir ja schon gebabbelt gehabt, mit dem Tirael und Kram. Hier. Sicher? Sicher? Dann hat es nicht richtig geklappt. Ne, es hat halt nicht gespeichert dann an dem Punkt. Das ist ja egal. Gibt Scheiße, ey. Müssen noch ein bisschen halt weiterlaufen. Ich glaube, wir waren schon Ebene 2 auch. Das Spiel ist voll schlecht. Hör unscheiße. Ist egal, brauchen eh die Level und den Scheiß. Ne. Du, mach keinen Unterschied. Das regt mich auf gerade. Ich weiß ja, warum du da in irgendwelche Ecken rennst. Weil ich die Sachen kaputt hauen will, weil ich so sauer bin. So ein Quatsch. Da waren wir. Bei dem Uschi. Bin ich mir ganz sicher. Da sind wir noch nicht reingegangen. Tor des Todes, da war ich sicher noch nicht drin. Lass mal gucken, ob man wieder ein bisschen Angst haben muss oder nicht. Also ich bekomme ein bisschen Schaden. Ja? Ja, es hat ein bisschen Schaden ausbekommen, ne? Und Quatsch. Ach, die Fliegenden, ey, ach leck mich doch. Ich hasse das, wenn die außerhalb der Levelbegrenzung rumfliegen, so. Oh, wer bekommt den Staub? Ich hab auch bekommen. Der am wenigsten braucht. Ist der dumm? Als ob du den brauchen würdest. Nee. Du weißt ja, warum für der gut ist. Also klar, zum Craften. Ich kenn mich voll aus. Ich habe den Trailer gesehen jetzt für die World of Warcraft Expansion. Ja. Da ist ja das Intro Cinematic da jetzt gemacht worden. Also von der Grafik her, so wie der Trailer ist, sieht es halt gut aus. Ich frage mich, warum können die kein WoW machen, das so aussieht. Ja. Die können das wahrscheinlich schon wollen, sobald ein Talent damit auf allen Rechnern läuft. Ja, wahrscheinlich könnten es dann nur 5 Leute spielen. Da würde es dann heißen 10er Raids Pech gehabt. Ja. So nett war. Oh, das wäre geil. Also ich meine, das ist ja immer so bei Blizzard, dass die Trailer und alles ultra gut aussehen. Ja, die sehen aber immer noch richtig gut aus, weißt du? Ah ja. Das konnten sie ja schon immer. Aber andererseits weiß ich auch nicht. Das ist so denen ihre Sache, ne? So Trailer geil machen. Irgendwie. So kommt es mir teilweise vor. Jo, kann gut sein. Oh, ich krieg Schaden. Ich bin eingefroren. Ja, und ich komme hier nicht raus. Das ist ein bisschen ungut. Oh, das sieht man. Also ein bisschen aufpassen muss man jetzt vielleicht doch mal wieder. Ja, zumindest bei denen hier. Die in Feuerketten und so ein Quark. Eieiei. Das sind auch so Spinner, ey. Ich habe ja noch ein bisschen was gelesen zu dem Diablo-Gram. Kannst lesen. Manchmal. Was kam bei rum? Das ist jetzt ist ja auch so, dass die PS3 und die Xbox 360 Varianten keine Patch-Unterstützung mehr bekommen, ne? Ja. Sondern es wird halt dieses der aktuelle Stand drauf gespielt und dass diese großen Rifts in der Kram, der kommt nur für die Next-Gen-Varianten. Ach so, PS3 und so hat Patch gehabt. Ja. Es gibt ja nur Bugfixes und nichts weiter. Das ist okay. Ja, für uns jetzt in dem Moment, aber ich finde es halt ein bisschen wenig kommuniziert auch dann in dem Moment, finde ich. Ja, sollen sie es auf die Packung schreiben? Hallo, kauft das Spiel nicht? Ja, so nach dem Motto. Finde ich schon. Weiß nicht. Weißt du, der Punkt an der Sache ist aber, du kannst dir es ja vorher angucken, ne? Du kannst das, die Information gibt's ja irgendwo. Ja. Du kannst ja dich selber drum kümmern, dass du weißt, was du kaufst. Ich habe das, nach meiner Meinung ist es auch ein bisschen eigenverantwortliches Einkaufen, ne? Ja, gut. Dich vorher nicht zu informieren. Ich will jetzt keine, will ihn nicht in Schutz nehmen, natürlich, das ist scheiße. Das Problem ist eher, dass halt dick und fett dasteht, es gibt Patch-Unterstützung und dann im Kleingedruckten steht PS3 und Dings nicht. Also nur Next Gen, aber erstmal groß angekündigt, dass es das halt gibt. Ah ja. Und das ist das Problem, was ich damit habe. Wenn sie von Anfang an sagen, nur Patch-Unterstützung für Next Gen, ist es was anderes, als wenn sie dann im Kleingedruckten unten irgendwo schreiben, nur für Next Gen. Das ist halt so ein bisschen. Ja. Das Ding einfach. Ja, keine Ahnung.
Das ist jetzt schwöder. Also, ich verstehe dieses Party-Beitreten nicht irgendwie. Das macht das nicht null Sinn irgendwie. Ja, aber was interessiert das alle Leute in PSN, dass irgendjemand in eine blöde Gruppe reingegangen ist? Wieso denn überhaupt alle Leute? Ja, du wärst ja freundesmäßig. Das kriegst ja nur du angezeigt. Ja, aber der ist doch nicht mit dir in der Gruppe. Doch, ist er. Ja, aber warum ist er denn mit dir in der Gruppe? Das ist ja keine Diablo-Gruppe, das ist so eine Chat-Gruppe. Ja, aber du chattest ja nicht mit dem. Ich bin mit dem in der Chat-Gruppe? Ja. Hast du denn mit irgendeinem Problem? Du redest mit dem? Ja. Ich bin schon mit voll vielen in der Gruppe, aber ich rede nicht mit denen. Ja, warum bist du dann der Gruppe beigetreten? Ich trete denen nicht bei. Die musst treten beitreten. Man kann denen nicht beitreten. Du musst beitreten, damit du in der Gruppe bist. Ich bin da nicht beigetreten. Die haben dich eingeladen und du bist beigetreten. Das ist ja immer verrückter, was hier für Sachen gemacht werden. Das ist doch scheiße. Kannst du doch, glaube ich, auch wieder rausgehen. Ja. Ich glaube schon. Das ist mir viel zu blöd, ich lese die Nachrichten ja eh nicht. Toll. Ja, tut mir leid. Wurst, Minecraft hat es mir kaputt gemacht. Ohne Scheiß, ey. PSN, da will ich nichts mehr mit den Nachrichten zu tun haben. Kommentare und so, gerne kein Problem. Auf YouTube, aber PSN antworte ich gar nicht mehr. Das Problem ist halt auch einfach, dass du da mit dem Controller und dem Rumgetipsel da 100 Jahre brauchst, bis du da mal eine ordentliche Antwort gegeben hast. Ja, nicht nur das, du musst auch vor allen Dingen immer 5 Leuten die gleiche Antwort geben. Und ohne Copy-Paste ist das blöd. Klingt doof, ist aber so. Ja, stimmt schon. Und vor allen Dingen habe ich es unter Videos drunter geschrieben, dass ich kein Minecraft mehr spiele. In Videos dann gesagt, okay, auf dem Twitch-Video habe ich es gesagt. Aber trotzdem, irgendwo. Vielleicht solltest du einfach ein Video machen. Und Scheiß, ich mache das gar nicht mehr. Das Problem ist, wenn du jetzt wieder irgendwie ein Minecraft-Video machst, heißt du wieder, oh, du spielst wieder Minecraft. Komm mal her, komm mal her. Ja, die letzten werden es irgendwann auch noch verstehen. Genau. Nee, ich war ja hier mit dem, hab noch Sachen gelesen, ja. Auch mit, das habe ich ja auch schon erzählt gehabt, dass, die hast du bekommen, dass es ja zum Beispiel auch so ist, wenn du jetzt ein Legendary findest, oder ich ein Legendary ich finde, gedrückt, ja. Und du das Spiel auch von hast, auf der Freundesliste, das war anders. Hast du. Dass Freunde eventuell zufällig dasselbe Item zugeschickt bekommen, aber halt mit anderen Rollen. Das ist ja geil. Ein Schild. Höhe von 21% des Maximallebens. Kann alle 30 Sekunden auftauchen. Wir haben vorhin, guck dir mal die Stats an. 624 Kick, 615 Vitalität, 83 Allrazy. Die machst du kaputt. Machst du kaputt? Jetzt hast du sie angezogen, ich hab gerade es kaputt gemacht. Ja. Weil ich Knopf gedrückt. Ja. Ne, aber da kann jemand aus der Freundesliste dasselbe Item bekommen, das heißt. Im Briefkasten dann aber. Im Briefkasten ist das dann, ja. Also es kann halt dann. Es ist halt so vorteilhaft, wenn dann Freunde quasi auch das Spiel spielen. Ja, genau. Das ist schon cool eigentlich. Die Frage ist, ob das zwischen PS3 und PS4-Version auch geht. Nee. So wie ich weiß, geht's nicht. Das ist komplett getrennt voneinander. Dann waren wir hier wahrscheinlich, letzte Mal. Hier waren wir, genau. Da habe ich ja gesagt, es hat nicht gespeichert und gerade. Sind wir quasi aus dem Tor des Todes wieder draußen. Glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung mehr. Das ist aber blöd, wenn das nicht auch generationsübergreifend ist. Nee, du kannst ja auch nicht generationsübergreifend zusammen spielen. Ja, okay, das kann ich schon nachvollziehen irgendwo. Weil ja die Performance wahrscheinlich anders ist. Ich nehme mal an, dass das hier mit 60 FPS läuft, oder ich weiß es nicht genau. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dem auf, wohl könnte sein, auf PS3 vielleicht mit 720p. Auf jeden Fall geht's nicht. So viel steht fest. Ja, es sind schon coole Erinnerungen auf jeden Fall, oder Features dann noch dazu. Ja, ich finde das gut. Vor allen Dingen muss ja irgendwo einen kleinen Vorteil haben, dass es halt länger gedauert hat, ne? Ja, das. Gut, das halt auch irgendwo. Die Frage ist halt eher, wie lange dauert es, bis der Patch, nachdem er auf dem Computer aufgespielt wurde, auf den Konsolen dann aufgespielt wird. Dauert es dann Monate? Dauert es Wochen? Dauert die Frage Tage? Ist eher, hängt das damit zusammen, dass sie die PC-Version nicht benachteiligen wollen? Oder heißt Fehler auf dem PC-Test-Realm auch Fehler in der Konsolenversion?
letztendlich? Oder ist das ein PC-spezifisches Problem? Das haben sie ja nicht genau erörtert, oder nicht? Inwiefern? Ja, ob das ein PC-spezifisches Problem ist oder was, was für ein Problem es überhaupt ist. Du hast ja gesagt, das wird noch nicht auf der Konsolenversion sein oder ist noch nicht auf der Konsolenversion, weil es da Probleme beim Testen gab. Ja, keine Ahnung, wenn es da Probleme gibt, wird es halt da bei der Konsolenvariante dann auch Probleme geben, ne? Ja, weiß man ja halt nicht, ne? Ja, wahrscheinlich. Aber besser sie testen es ordentlich, bevor sie es rausbringen, als dass dann irgendwie kaputt auf der Konsole ist, weil... Es muss ja sowieso erstmal für den Computer kommen, da wird es als allererstes kommen. So viel ist eh klar. Die Frage ist halt, wie viel später es für die Konsolen dann kommt. Keine Ahnung. Was halt ein bisschen schade ist, was ich gelesen habe, ist wohl, dass es keine Ranglisten gibt für die Konsolen. Es gibt nur diese großen Rifts und sowas. Ja, es gibt ja halt, aber halt keine Battle Ranglisten. Ja, ja, aber es gibt halt keine Ranglisten in dem Sinne. Naja. Ich meine, es ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe jetzt nicht vor, hier auf Ranglisten zu spielen. Also wirklich so, dass es... Ja, es ist halt im Prinzip dann nur diese großen Rifts, die dazukommen. Ja, das war okay. Deswegen muss es ja auch anders sein als mit der PC-Variante, weil ja ganz viele andere Sachen dann dazukommen. Ja. Es gibt ja nicht diese besten Listen, die Seasons gibt's wohl nicht. Von daher muss das ja doch einen ganz schönen anderen Stück haben. Es gibt aber ja auch andere Legendaries und alles hier in dem Konsolen-Variante. Ja, sowieso. Von daher muss es ja was anderes sein. Wir können nicht 1:1 den Patch spielen. Wie auf dem Computer. Ja, und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass eine bestimmte Version wahrscheinlich dann die PC-Version Vorrang hat. Dass die erstmal den Patch bekommen und dann direkt da rein. Die Frage ist aber Problem. Halt, wie lange es dauert, bis die Konsole halt nachgeschoben wird. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit meine. Dauert das 2 Wochen, 5 Wochen, 10 Monate, ein halbes Jahr. Die Frage ist, ob es überhaupt kommt. Ja, wie gesagt, in der Next Gen kommt es definitiv. Das haben sie ja gesagt. Ne, das haben sie ja offiziell mit Bluebox, ja, bla bla und alles klar. Das können sie nicht bringen. Das erzählt viel Scheiß. Das können sie aber nicht machen, dass du für 70 Euro das Spiel kaufst mit der Ankündigung, dass das, der Patch kommt und dann nicht kommt. Wieso steht da nicht auf der Packung drauf? Ja, aber wenn sie es offiziell sagen, müssen sie es machen. Die haben auch gesagt, dass es PvP geben wird. Es gibt ja PvP. Ja. Toller, ja. PvP. Es gibt halt diese Duellgeschichte. Nicht so wie versprochen halt. Die haben ja nichts versprochen. Die haben gesagt, wir versuchen das zu machen. Die haben aber nie was gesagt, dass es so und so und so und so hundertprozentig kommen wird. So wie sie es jetzt gemacht haben. Meine Fresse, schon wieder Feuerketten, ey. Ich hab ein bisschen Schaden genommen. Ich hab ein Schild an. Auch ein Schild an, nun? Ja, dieses Dings, der Legendary Schild, meine ich. Handschuhschild. Ja. Ja. Wo kommt der denn hergesprungen, ey? Derzeit. Auch down. So. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit das jetzt noch ist. Ehrlich gesagt. War mich schnell. Sind müsste aber bald da sein eigentlich. Ich glaube auch. Und dann werden wir eher halt Bounties und Rifts dann machen einfach, denke ich. Ja. Zum Level. Das anderes kannst du eh nicht machen. Jetzt kannst du den Kram halt nochmal spielen. Da habe ich keine Lust zu. Das habe ich mir fast gedacht. Da ist ein Pfeil, das ist doch schon mal gut. Findest du? Ja, denke doch. Ach, ich will noch mehr Damage machen. Hinter uns einer. Ach du Sack, ey. Eziel. Es tut mir leid, aber die Gegner sehen alle gleich aus. Naja. In den Bereichen, finde ich schon. Das ist halt der Bereich, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich finde irgendwie aktuell noch ein bisschen wenig Feedback vom Damage her und sowas auch. Wie meinst du das? Oh, wir sind schon da. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie das genau funktioniert. Nicht, dass du jetzt stirbst, ne? Das könnte sein. Dann levelst du offscreen wieder hoch. Ha! Machst du hier ein Solo-Let's Play? Wenn ich sterbe, musst du mich hochleveln. Hier ja. Warst du mich ja noch nie hochgelevelt. Okay, los geht's. Was muss man nochmal machen? Wo muss man ausweichen? Alter, du sagst es dann einfach. Du machst jetzt so eine Art Boss-Guide nebenbei. So Quatsch. Wie Quatsch? Ist so.
Der macht Zeug auf dem Boden und kriegt einen Kreis um sich rum, dann musst du rausrennen. Aus dem Kreis? Ja. Aber dann sind da noch Sachen, die im Kreis rumfliegen. Ja, dann musst du dich immer hinter ihn stellen. Hinter ihn? Ja. Okay.